Meine geschätzten Damen und Herren, liebe Mottnerinnen und Mottner, liebe Ehrengäste, ich möchte Sie alle sehr herzlich zu unserer Eröffnungsfeier begrüßen. Es freut mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind und ich möchte an der Spitze, er ist gerade eingetroffen, unseren Stadtpfarrer Pater Clemens Reschl begrüßen. Es freut mich, dass die Bürgermeister unserer Nachbargemeinde, aus der Gemeinde Furt, die Bürgermeisterin Magister Gudrun Berger und mein Amtskollege aus der Gemeinde Bergern, Magister Roman Janacek, bei uns sind. Ich darf begrüßen in Vertretung aller Stadt- und Gemeinderäte der Stadtgemeinde Mottern meinen Vizebürgermeister Ingenieur Philipp Hirsch. Es freut mich, dass der Garnisonskommandant von Mottern, Oberst Franz Langthaler, bei uns ist. Herzlich willkommen. Stellvertretend für alle Ehrennadel- und Ehrenringträger darf ich meinen Amtsvorgänger, Altbürgermeister Armin Sonnauer, begrüßen. In Vertretung aller Vereinsobmänner und Frauen darf ich den Feuerwehrkommandanten von Mottern, Hauptbrandinspektor Andreas Süß, begrüßen. Allen Direktoren unserer Bildungseinrichtungen ein herzliches Grüß Gott. Für unsere ortsansässigen Bankinstitute und stellvertretend für alle Sponsoren darf ich den Direktor der Grenzer Bank, Christian Hager, begrüßen. Herzlich willkommen. Und musikalisch haben Sie uns schon begrüßt, die Wiener Regimentskapelle. Herzlich willkommen. Mottern ist eine sehr lebendige Stadt und in den letzten Jahren wurde sehr viel umgesetzt. Sei es im Bereich der Verbesserung der Infrastruktur mit den Arbeiten um das Wasser- und Kanalnetz, dem Straßenbau, der Modernisierung und dem Ausbau von Volksschule, Kindergarten mit Hort, der Hauptschule, der Schaffung von Bauland, der Wasserschutzbau, aber auch die Förderung und Unterstützung unserer Vereine. Mag sein, dass dies alles Gründe sind, dass Mottern stetig wächst und wir eine sogenannte Zuzuggemeinde sind. Das heißt, viele Personen kommen nach Mottern und wollen sich hier ansiedeln. Mag aber auch sein, dass das gute Klima innerhalb unseres Ortes dazu beiträgt, dass sich alle hier wohlfühlen. Dieses gute Klima des Respektierens und Akzeptierens ist aber keine Selbstverständlichkeit. Wir brauchen nur den Fernseher aufdrehen, tagtäglich, und sehen in unserer unmittelbaren Umgebung, wo überall Krisenherde sind. Deshalb ist es auch unsere Pflicht, auf dieses gute Klima zu achten und dieses zu pflegen. Und ich glaube, ein Fest wie dieses ist genau das Richtige dazu. Wenn man ein Fest feiert, dann hat man aber auch zu danken. Und ich möchte den Dank aussprechen an die Mitglieder des Gemeinderates und an alle Sponsoren, die die Finanzmittel für dieses Fest bereitgestellt haben. Dem Organisationsteam, und da möchte ich einige Personen nennen, den Peter Neuhauser, Stadtrat außer Dienst, den Erich Dietz und natürlich stellvertretend für alle Gemeindebediensteten und Mitarbeiter des Stadtamtes, unseren neuen Amtsleiter Emmerich Gattinger. Ich möchte mich aber auch bedanken bei allen Ausstellern, Darbietern, von kulturellen und kulinarischen Genüssen, die man hier im Laufe des Fests konsumieren kann. Aber natürlich auch bei den Besuchern, die mit ihrem Besuch für den Erfolg des Festes beitragen. Und stellvertretend für alle Besucher möchte ich mich bei einem Ehepaar aus Holland bedanken. Sie sind
sehr, sehr treue Kunden unseres Stadtfestes. Sie haben nicht weniger als 10 Stadtfeste in Folge besucht. Lieber Henne, lieber Wim, bitte kommt zu mir. Vielen, vielen Dank für Ihre langjährige Treue und den Besuch des Stadtfestes und der nachfolgenden Feste. Die beiden machen das in der Regel so, dass sie nicht nur wegen einem Wochenende kommen, sondern sie teilen sich das so ein, dass sie 2-3 Wochenende bleiben können. Ich möchte mich aber auch bedanken bei unserer Partnergemeinde Mottern in der Steiermark. Eine Delegation ist bereits auf der Strecke. Sie werden am frühen Nachmittag eintreffen. Und wir werden dann die Überreichung einiger Kleinigkeiten vornehmen. Ich möchte aber Sie nicht gespannt halten, was unsere Partnergemeinde in Mottern bekommt. Wir haben uns gedacht, nachdem wir jetzt über 30 Jahre Partnergemeinde sind mit Mottern in der Steiermark, wir möchten Ihnen was Bleibendes schenken. Und Mottern ist bekannt für Wein und Marille. Sie bekommen von uns 2 Weinstöcke und 2 Marillenbäume. Und wenn Ihre Weinstöcke einmal in Ertrag sind, dann sollte eigentlich das herauskommen, was wir jetzt überreißen wollen. Also wir werden das dann, wenn die Steirer eingetroffen sind, auf einer Bühne nachholen und werden das dann überreißen. So, nachdem ich sehr viele Mottner kennen und wissen, dass ich kein Mann großer Worte bin, sondern ein Mann der Tat, möchte ich jetzt zum Bieranstieg schreiten und erkläre das Stadtfest somit für eröffnet. Dankeschön. So, wie geht's noch? Jetzt wird's was. Und? Thank you.